Hallo, mein Lieben, Steffi hier. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie schön, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Video beantworte ich einmal mehr eure wichtigsten Fragen. Ich habe euch mal wieder in der Teenliebe-Facebook-Gruppe gefragt, was ihr noch wissen müsst, um euren bindungsängstlichen Partner, eure bindungsängstliche Herzensdame zu verstehen, um mit der vorwärts zu kommen, um in Richtung Beziehung zu spazieren, vielleicht noch in 2019, vielleicht erst in 2020. Und deshalb solltet ihr auf die Antworten auf eure Fragen gar nicht mehr länger warten. Für alle von euch, die neu sind auf diesem Kanal, hallo, mein Name ist Steffi Kessler. Ich bin Beziehungscoach und Experte auf dem Gebiet der Bindungsangst. Dabei helfe ich also überwiegend Männern dabei, ihre bindungsängstliche Herzensdame zu verstehen und mit eben dieser die Beziehung zu kreieren, die sie sich so sehr wünschen. Wenn das etwas ist, was du dir auch wünschst, dann findest du unten in der Infobox den Link zu meinem Kalender. Kannst dich für ein kostenloses 30-minütiges Telefongespräch eintragen. Und klar, wir gucken natürlich, was deine aktuelle Situation gerade erfordert. Ich gebe dir bestimmt den einen oder anderen Tipp an der Stelle mit und wir evaluieren, ob du für ein Coaching geeignet bist. Jetzt starten wir aber erstmal los. Die erste Frage: Wohin mit der Wut bei unzureichender Kommunikation, Schweigebehandlung, Rückzug etc.? Mega gute Frage. Also zum einen trifft der Fragesteller hier direkt auf den Punkt, was auch ich als eins der größten beziehungsvermeidenden Elemente überhaupt wahrnehme, nämlich die fehlende Kommunikation. Oft hat tatsächlich der bindungsängstliche Partner, aber wir selber ja ganz oft auch, keinen blassen Schimmer, wie gute Kommunikation im Rahmen einer Beziehung aussehen kann. Und ich rede jetzt hier nicht von Kompromissen schließen auf einer rationalen Ebene, so wie das in der Paartherapie früher mal der Fall war. Da ging es dann nur darum, dass man gemeinsam irgendwie einen Kompromiss findet, mit dem beide irgendwie so ein bisschen leben können. Niemand stirbt, niemand muss gehen, aber niemand ist wirklich glücklich. Dieser alte Ansatz unterstützt auch meiner Meinung nach eher das Gegeneinander und dann den verzweifelten Versuch, aus diesem unterschiedlichen, aus diesen gegensätzlichen Ansichten und Anforderungen irgendwie was Gemeinsames zu stricken. Wenn ihr mich fragt, braucht es da mehr? Da gibt es tatsächlich viel wirkungsvollere Ansätze, emotionsfokussierte Ansätze, in denen es tatsächlich darum geht, sich gemeinsam als Allianz, als Team zu verstehen und gemeinsam darauf hinzuarbeiten, dieses Muster, dieses Beziehungsmuster, diese Negativdynamik, von der ich auch ganz oft rede, zu verändern. Da etwas Neues zu kreieren, von dem beide gleichermaßen profitieren, was im Sinne beider Partner ist. Und das ist ein grundsätzlich anderer Ansatz, als irgendwelche Kompromisse zu schließen auf einer rationalen Ebene. Wenn es eben gelingt, gemeinsam eine Art der Kommunikation aufzubauen, die sich mit den sekundären, aber vielmehr noch mit den primären Emotionen auch beider Partner beschäftigt und die es eben schafft, sich als Team in dieser Beziehung oder in dieser Verbindung zu erkennen. Der zweite Punkt ist natürlich, wohin mit der Wut? Und Wut ist für einige von uns, ich gehöre auf jeden Fall mit dazu, eine ganz wichtige Emotion, die tatsächlich Platz braucht, die gefühlt werden muss und die eben wie jede andere Emotion auch wahrgenommen und integriert werden will. Wut und alle von uns, die eben dieses Gefühl nur zu gut kennen, die werden wissen, dass das eins der wenigen Gefühle ist, die man auf gar keinen Fall ausleben darf. Eltern sind gerne mal verzweifelt damit, wenn man wütend ist. Die wissen nicht mehr, wohin. Bei den meisten von uns gibt es daraufhin eine Art Resignation. Dann wird die Wut irgendwohin abgekapselt und muss sich in irgendwas anderes verwandeln, um nicht mehr zum Ausdruck zu kommen. Und deshalb weiß ich und kann aus persönlicher Erfahrung sagen, dass Wut eine wichtige Rolle spielt und einen Platz braucht. Heißt nicht, dass man alles kaputt haut und um sich schlägt, das meine ich damit nicht, aber ich meine, dass es darum geht, die eigene Wut zu fühlen und die eigene Wut tatsächlich auch als Zeichen und als Sprache deines Selbst zu verstehen, dass du hier etwas Neues kreieren musst. Und die Wut, die du dabei fühlst, die kannst du als Katalysator dafür verwenden, weil die lässt so viel Energie frei, wenn du die fühlst, wenn du die annimmst, wenn du das zulässt, was da an Power kommt und aus eben dieser Power heraus dann etwas Neues mit deinem Partner kreierst.
Wenn du im Einzelnen wissen willst, wie man denn mit dem Partner in der Beziehung kreiert und wie man beispielsweise das Kommunikationstool anwendet, das ich eben gerade schon beschrieben habe, dann findest du unten in der Infobox auch den Link zu meiner Webseite und findest auf der Webseite den Liebeskompass Online-Kurs, den ich dir dann an der Stelle wärmstens ans Herz legen würde, wenn du gerade die Distanzphase oder auch die Trennung durch deinen bindungsängstlichen Partner erfährst. Ich hätte zwei Fragen. Frage 1. Was ist eine adäquate Kontaktaufnahme vom Bindungsängstler nach einer Kontaktsperre von 2 Monaten, die einen signalisiert, dass er sich wieder annähern möchte? Du hattest dazu ein YouTube-Video. Allerdings ist bei Beispielen von Kontaktaufnahmen immer die Rede von Fragen, die derjenige stellt, um eine richtige Kommunikation zu starten. Zum Beispiel, wie geht es dir? Ich hatte nun indirekte Kontaktaufnahmen, wie ein Kompliment zu meinem neuen Profilbild auf WhatsApp und ein paar Tage später dann mitten in der Nacht einen YouTube-Link zu einem Liebeslied. Sind das Zeichen? Wie reagiert man auf so etwas richtig? Wie kann man sich so wieder näher kommen? Ist es möglich, dann nach einer Weile auch mal als erstes den Kontakt zu suchen? Das ist eine gute Frage und die Frage hatte ich auch schon im letzten Live-Event in der Teamliebe-Facebook-Gruppe beantwortet. Falls ihr noch nicht in der Teamliebe-Facebook-Gruppe seid, findet ihr den Link unten in der Infobox. Es gibt jeden Donnerstag Live-Events, in denen ich eure Fragen in einem ähnlichen Format wie hier beantworte, nur dass ihr auch live seid und quasi parallel mir eure Fragen auch schicken könnt. Adäquate Kontaktaufnahme setzt eins voraus. Zum einen ist sich der andere, der Bindungsängstler in dem Fall meistens, darüber bewusst, was das für dich bedeutet. Das heißt, am Anfang steht ein Fundament, das du setzen musst als Partner ganz oft. Und auf diesem Fundament aufbauend, und wie gesagt, das Fundament besteht aus dem Wissen darüber, was das bedeutet, wenn er oder sie sich eben wieder meldet, dass das dann auf eine Beziehung hinausläuft, dass es dann darum geht, eben diese Dynamiken zwischen euch zu verändern. Wenn das völlig klar ist, dann würde ich solche indirekten Kontaktaufnahmen, wie zum Beispiel ein Like oder ein Link zu einem romantischen Video, als ersten kleinen Schritt und als ersten kleinen Erfolg feiern. Da braucht es allerdings noch ein bisschen mehr, würde ich mal tippen. Natürlich hast du dann nach einer bestimmten Zeit oder nach einer bestimmten Menge an eben diesen indirekten Kontaktaufnahmen auch die Möglichkeit, da mal was zurückzuspielen, vielleicht mal selber ein Video zu teilen, von dem du denkst, das kann irgendwie Freude bereiten, whatever. Trotzdem braucht es da ein bisschen mehr. Irgendwann kommt der Moment der Wahrheit, wo es theoretisch darum gehen würde, sich mal wieder zu treffen, sich mal wieder zu sprechen, vielleicht mal was trinken zu gehen. Da geht es dann noch nicht darum, Probleme zu wälzen, wirklich tief in die Beziehungsdynamiken einzusteigen, um da drüber zu sprechen, was da schiefgegangen ist. Gar nicht, noch gar nicht. Am Anfang geht es tatsächlich erstmal nur darum, wieder ein bisschen Vertrautheit zu kreieren, wieder ein gutes Gefühl miteinander zu produzieren und auch zu überprüfen, ob das überhaupt noch existiert oder ob da nicht vielleicht Sachen kaputt gegangen sind, die wohl möglich nicht mehr zu reparieren sind. Das heißt, an der Stelle würde ich sagen, kleiner, erster, zweiter Schritt in die richtige Richtung, aber du brauchst ein bisschen mehr, um wirklich auch die Motivation auf der anderen Seite und aber auch die Sicherheit auf deiner Seite zu haben, um selber auch wieder zu investieren. Das heißt, wie gesagt, erster kleiner Erfolg, aber da brauchst du noch ein bisschen mehr. Zweite Frage, wie nähert man sich wieder bei einer Fernbeziehung? Gibt es da Tipps, wie man sich langsam wieder daten könnte? Du hattest mal berichtet, dass du mit Lars jede Woche für ca. 2 Stunden gedatet hast. Wie würde das dann bei einer Annäherung aussehen, wo man ca. 2 Stunden voneinander entfernt lebt? Das ist eine gute Frage und ich glaube, hier geht es tatsächlich darum, dass ihr da Antworten drauf findet. Also erstmal ist das gut, dass du fragst. Und natürlich wird diese Frage irgendwann relevant, aber viel wichtiger, als dass wir zwei jetzt darüber reden, wie das möglich wäre, ist eigentlich, dass sich dein Gegenüber, nämlich der bindungsängstliche Partner an der Stelle, diese Gedanken macht. Das heißt, dass der an den Punkt kommt, wo er dich gerne sehen will, wo er gerne wieder Zeit mit dir verbringen will. Und dann wäre deine Aufgabe, das ein Stück weit in einer Art von Moderation zu halten, die du gut halten kannst. Damit halten meine ich emotional halten. Ganz oft bei so Treffen schaffen es die meisten von uns, ich sag mal in einem Zeitraum von circa 2 Stunden ungefähr plus minus, in so eine Art Zen-Modus zu gehen, Spaß miteinander zu haben, das Ganze nicht zu verkomplizieren, nicht an so einen Punkt zu kommen, wo es irgendwie
konfliktbehaftet wird oder werden könnte. Dafür empfehle ich ganz oft wirklich im zweiten Anlauf wieder einfach von vorne anzufangen. Das heißt, nicht den ganzen Tag miteinander zu verbringen, bitte nicht die Nacht miteinander zu verbringen, sondern wirklich ganz klassisches Oldschool-Dating mit dem anderen zu erleben. Das ist meiner Erfahrung nach ein guter Schutz davor, diese ganze Negativdynamik wieder anzukurbeln in einer Geschwindigkeit, dann, die dann niemand von euch mehr halten kann. Und ich glaube, du arbeitest mit dem Liebeskompass-Online-Kurs und dann gibt es da neue Tools zu implementieren, beispielsweise das Kommunikationstool, wofür du aber im Zweifel gar nicht die Zeit hast, wenn das hier in rasender Geschwindigkeit wieder Fast-Forwarding, Future-Faking und Love-Bombing wird, um dann wieder genauso schnell auf minus 180% abzukühlen. Das ist eine gefährliche Dynamik, die man unbedingt vermeiden muss. Und um das zu vermeiden, gilt es tatsächlich am Anfang, wie gesagt, klassisches Daten mit Anstandsdame, macht nichts, was ich nicht auch tun würde und wirklich lass es langsam angehen, um eben diese neuen Dynamiken, diesen neuen Tool, die ihr implementiert in diese Beziehung, was ja notwendig ist, damit es diesmal ein anderes Ergebnis gibt, auch wirklich sattelfest zu haben. Ambivalenz des Bindungsängstlers, wie am besten damit umgehen. Also so, dass man bei der Achterbahnfahrt nicht aus dem Wagen fällt, sondern sich eher fester anschnellt. Vor allem bei Fernbeziehungen, bei denen man sich auch nicht begegnen kann. Ambivalenz wieder anschnallen. Also ich glaube tatsächlich, da braucht jeder so ein Stück weit seine eigenen Rezepte. Da geht es im Kern um emotionale Stabilität. Alle Frauen unter uns wissen jetzt, dass das ein Stück weit nicht unserem Wesen entspricht. Wir als Frauen unterliegen einem bestimmten emotionalen Zyklus und den gilt es zu respektieren, den gilt es zu feiern und quasi so gut, wie es geht, damit zu gehen. Wenn ihr aber in der Verbindung mit dem anderen, mit dem Partner merkt, das geht hoch und runter und drunter und drüber, dann gilt es da tatsächlich für euch ganz praktisch Tools zu entwickeln, die euch eben wieder stabilisieren, die eben die Höhe der Achterbahn ein Stück weit runter regulieren. Das ist bei jedem sehr unterschiedlich. Also bei mir kann ich euch sagen, würde ich an dieser Stelle ganz oft meinen Koffeinkonsum reduzieren. Ich würde auf jeden Fall darauf achten, dass ich genug Schlaf bekomme. Ich würde auf jeden Fall versuchen, alle 2 Tage Yoga zu machen, weil das was ist, was mich mega zen-mäßig quasi wieder erdet auch in meinem Körper. Was ich auch tun würde, ist so viel in der Sonne draußen zu laufen, wie es geht, um diese Emotionen, die da in Bewegung sind, einfach fließen zu lassen. Meine Erfahrung ist, dass wenn das gut fließen kann, dann ist das auch einfach irgendwann, dann beruhigt sich die ganze Sache auch oft. Meditation kann ein gutes Tool sein. Jeglicher Ausgleich auf einer sportlichen Ebene, alles, was dir da einfällt. Und ganz, 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 ganz oft liegt der Knackpunkt darin, die Häufigkeit der Kommunikation runter zu regulieren. Also nicht unglaublich viele WhatsApp-Nachrichten am Tag austauschen, die dich immer wieder unglaublich hochschaukeln und dann nach unten ziehen und dann wieder hochschaukeln und dann riesen Fragezeichen und dich immer wieder auch aufwühlen. Das würde ich runter reduzieren. Vielleicht macht es dann Sinn, damit aufzuhören und lieber vorzuschlagen, einmal am Tag zu telefonieren oder einmal alle 2 Tage zu telefonieren. Ganz oft wird diese emotionale Unruhe durch den direkten Kontakt ausgelöst. Egal, ob das bedeutet, dass ihr euch physisch seht oder euch nur schreibt oder hört oder über Social Media irgendwas lest, was die andere Person angeht. Und wenn du merkst, dass das bei dir ein Trigger ist, dann don't do it. Don't do it. Hier geht es ein Stück weit um Selbstverantwortung. Der andere wird dir oft nicht das Leben leichter machen, wenn du nicht vorher selbst auf dich achtest. Deine Aufgabe ist es, für dich ganz klar abzustecken, was funktioniert und was funktioniert eben nicht. Und da sind wir Frauen vielleicht den Männern ein Stück weit überlegen, weil wir es sehr direkt 1:1 gespiegelt kriegen. Wir spüren es sofort. Wir spüren sofort, tut uns das gut, tut uns das nicht gut. Und wenn du nach einem Tag voller WhatsApp-Nachrichten hoch und runter emotional völlig fertig bist, dann weißt du genau, bau es dir anders. Bau dir die Welt so, wie sie dir gefällt und so, wie du sie gut leben kannst. Was auch immer das für dich bedeutet. Ihr Lieben, das waren die ersten Fragen, die ich in diesem Video für euch beantworte. Die übrigen Fragen folgen natürlich in folgenden Videos. Ich freue mich über eure sehr, sehr guten Fragen und darüber, dass ich die beantworten darf. Und wünsche euch an der Stelle noch alles, alles Gute und sage bis ganz bald. Tschüss!